Nach anhaltenden Regenfällen im Süden Norwegens ist ein Staudamm teilweise gebrochen. Die umliegenden Gemeinden mit insgesamt mindestens 1000 Einwohnern wurden evakuiert. Zahlreiche Häuser wurden überflutet oder zerstört. Eine ältere Frau kam ums Leben, nachdem sie in einen Fluss gestürzt war. Zwar schaffte es sie nach Polizeiangaben wieder ans Ufer, konnte wegen der Überschwemmungen aber erst nach mehreren Stunden in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort starb sie dann. Die Behörden warnen vor weiteren Überschwemmungen in dem skandinavischen Land.